Jo, jo, guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben. Und ja, ich bin halt wie gesagt immer ein Typ, der nachdenkt, der auch hinterfragt, wo ich der Meinung bin, auch eben, das sollten mehr Menschen tun. Mehr Menschen sollten zu sich stehen können, offen und sozial und auch hinterfragen ihre eigene Person und auch anderes, was sie umgibt, eben auch anderes, was auf sie einwirkt. Wie unter eben auch Gewalt, wie es auch in meinem Leben vorkam, dass es körperliche, verbale Gewalt, bis auch eben psychische Gewalt gab, die auch immer noch Präsenz ist. Ja, es gibt eben immer noch Leute von Idioten, die meinen, als Masse sich hinzustellen und dann zu lachen oder als Gruppe und meinen, sie müssen auf jemanden spucken und über ihn lachen, weil er anders ist, also ihn lächerlich machen oder ihn als lächerlich definieren. Diese Menschen sind teilweise untereinander selber zu lächerlich, um überhaupt ernst genommen zu werden. Ja, die haben eine Aussprache, die für Müll ist, ja. Obwohl sie teilweise selbst Deutsche sind, haben sie diese Assi-Sprache. Und haben auch nur verbale Aussagen, die ja das Weite suchen, sagen wir mal so, ja, die nicht wirklich geistreich sind. Ich von meiner Person her kann zu mir stehen. Ich kann zu meinem Leben stehen. Ich kann zu meinen Gefühlen stehen. Ich kann zu meiner Liebe stehen, die ich für andere Menschen habe, eben auch für Familie oder eben auch für Frauen oder eben auch für andere Menschen, die in meinem Leben im Herzen sind, wie auch Freunde. Und ich unterscheide das natürlich auch ganz klar, eben Bekanntschaften, Freunde, denn auch Liebe, das sind Gefühle eben, die man klar auch definieren kann, unterscheiden kann. Ja, ich weiß, dass ich im Moment für viele als lächerlich Symbol dastehe. Einige raffen es auch und sagen, das ist vernünftig, was ich mache, das ist auch richtig, was ich mache. Ich gehe eben auch mit hier an die Öffentlichkeit, weil mein Leben öfters zerstört wurde, weil ich öfters als Angriffsfläche für Massen bin und auch jetzt noch immer wieder. Das spiegelt sich ja auch virtuell wieder, wie auch eben das real ist. Genauso wie mich Facebook gesperrt hat ohne sachlichen Grund, sondern nur weil ein asozialer Freak meint, der musste seine Fresse aufmachen und mir nicht gewachsen war. Und nicht mit meinen Reaktionen klarkam, meint eben das Facebook, dass es eben ja eine blinde Machtdemonstration einer Masse darstellen muss, ihrer Community und mich sperren muss. Weil eben eine Gruppe der Community meint halt, oder eben auch die gesamte Community, ist mir auch egal, dass es eben dieses Asoziale decken muss, dieses rechte und asoziale Gedankengut, was Menschen von sich geben, dieses schlampige Verhalten halt gegen andere Menschen, deckt unter anderem Facebook und eben auch zwei andere Plattformen, wie auch eben Secret City oder eben auch Twitter. Und sperren und bannen mich, obwohl ich nur die Wahrheit sage. Und ich stehe alleine da. Das ist auch eben in der Realität so. Man steht alleine da, man steht alleine sachlich mit Fakten da, mit der Ehrlichkeit, mit der Liebe im Herzen. Und darüber lachen eben auch asoziale Menschen gerne. Diese hirnamputierten Schlampen der Gesellschaft. Kann es nicht anders sagen von ihrem Verhalten her. Es ist ein blindes Massenprinzip wieder, was ich auch schon öfters angesprochen habe, was sich breit macht. Ihr die Masse, ihr das Recht, andere haben keine Rechte. Damit ist das ganz klar eine rechte Parole gegen anderes, gegen das soziale Miteinander. Und damit seid ihr für mich nichts anderes als asoziale rechte Schlampen. Ja, wenn in einer Gesellschaft nicht der Einzelne eben auch gewürdigt wird und respektiert wird und anerkannt wird eben auch als Teil der Gesellschaft, dann ist diese Gesellschaft nicht sozial. Dann ist diese Gesellschaft asozial und gegen anderes. Ja, das sind nun mal Fakten, das ist Sachlichkeit und das macht ihr auch virtuell.
Ich kann nur eben zu den Vorfällen und den ganzen Gelaber und Gelüge, was auch über meine Person verbreitet wird, sagen, ich bin ein ehrlicher, offener Mensch. Ich habe viel Liebe zu geben. Aber eben bin ich auch kein dummer Mensch. Ja, und ich weiß es eben auch, mich zu wehren. Ja, ich muss nicht Ja und Amen sagen und ich muss nicht auch die linke und auch nicht die rechte Wange hinhalten, nur weil jemand meint, er spuckt mir ins Gesicht, sondern dann habe ich auch das Recht zu reagieren. Ja, und wenn diese Gesellschaft eben ein Problem mit sich selber hat und meint, es muss eben so asozial sein, dass es eben eigene Kinder fallen lässt, eigene Kinder egal sind, ja, dann ist es eben eine asoziale Gesellschaft. Und das ist eine asoziale Gesellschaft, die nur noch der Arbeit nachgeht, sich bücken tut, für materielles und blinde Perfektion ihr Aufstreben begeht und ja, ohne wirklich zu gucken oder zu verstehen oder eben auch zu hören, was eigentlich los ist und ohne irgendwas auszusagen. Ja, ohne eine Stellung zu beziehen für das Soziale, sondern jeder, der von euch schweigt, jeder, der nicht seinen Mund aufmacht und sagt, wir haben hier ein Problem, gibt den Leuten recht, die uns treten. Ihr gebt den Menschen recht, anderen Menschen einfach die Wohnung zu nehmen, anderen Menschen einfach auf die Straße zu setzen, andere Menschen in den Tod zu treiben, was durchaus passiert, was auch schon passiert ist. Ja, dass sich Menschen irgendwo in Zellen erhängen oder etc., weil sie von dieser Gesellschaft ausgegrenzt worden und eben in den Tod getrieben worden. Nur das wollt ihr euch nicht eingestehen, das wollt ihr nicht hören. Also ihr wollt als Masse, ach, wir sind doch die Masse und wir haben doch nichts gemacht, wir sind doch die Lieben. Ihr seid nicht die Lieben, ihr seid hintenrum, ihr seid verlogen, ihr seid abartig. Ihr seid die Abart der Gesellschaft. Ja. Und ihr treibt erst Leute zu Amoklauf. Ihr treibt Leute in die Armut. Ihr treibt Leute, dass sie kaputt gehen. Ihr treibt Leute auch teilweise in Behinderung. Ja, meine Behinderung ist auch erst so weit fortgeschritten, dass ich 90% körperlich schwer behindert bin. Dadurch, dass ich zu viel Gewalt durch diese asoziale Gesellschaft mitbekommen habe. Nur euer Problem ist, dass ich sachlich dazu stehen kann. Ja, und ich bin auch kein Frauenfeind. Ja, weil es auch immer wieder hochkommt, dass ich angeblich frauenfeindlich wäre oder sowas. Nein, Frauen verarschen, lügen auch in dieser Gesellschaft. Und das habe ich jetzt auch schon gerade wieder mitbekommen. Wo eine Frau nicht wirklich zu ihrem Mann steht, eben zu meiner Person dann, sondern gegen meine Person agiert und meint dann auch noch eben mit ihrer Familie sich darüber lustig zu machen, über meine Person, über meine Behinderung, eben, dass ich Rente beziehe und nicht mehr arbeitsfähig bin durch meine Behinderung, dass man das alles ins Lächerliche ziehen muss, eben auch über meine Videos und Beiträge, die ich eben gegeben habe, die sachlich sind und die auch ernst sind, das ist ja kein Kasperle-Theater. Ja, auch wenn ich damit Musik mache und dabei auch locker bin, sind es ernste Themen, die ich verfolge und eben Sachlichkeit und Fakten auch aus der Realität, die eben Probleme ansprechen. Ja, das Problem in dieser Gesellschaft ist, dass die Bildung nicht da ist. Die soziale Bildung ist weg. Ja, es ist kein Verstand da, es ist keine Bildung da, die Leute sind dumm und naiv, arrogant. Und meinen eben immer nur ihre blinde Perfektion aufzubauen mit ihrer dummen Arroganz und merken nicht, dass sie vor ihrer eigenen Mauer knallen. Ich kann hier nur dran appellieren, dass die Leute ihre Augen aufmachen, ihre Ohren aufmachen und mehr Verstand geben und auch was aussagen.